Hoffe, dass da draußen man mich verstehen und hören kann. Und versuche hier gerade mal noch was auf meiner Like-Seite hochzuladen. Und es geht nicht. Wieso kann ich denn keine ZIP-Dokumente auf meiner Like-Seite hochladen? Aber das geht in Gruppen, ne? Fällt mir doch direkt mal die Lichtseelengruppe. Ein. So. Starten. Aber hier mehr Datei. Vielleicht funktioniert es darüber. Ich probiere es mal gerade. Datei auswählen. Diese hier. Die Datei ist zu groß. Leck mich am Arsch, Facebook. Egal, dann eben nicht. Also ich habe noch keine Ahnung, wie ich das jetzt an Mann kriegen soll hier. Aber der Thorsten hat mir eine nette Sammlung hilfreicher Bücher über Permakultur, die ganzen Anastasia-Bücher, bis auf das letzte, das siebte, das hatte ich noch auf der Platte, da habe ich noch mit reingeschoben. Haben wir auf jeden Fall eine nette Sammlung und ich habe sie als ZIP zusammengepackt und bin im Moment noch am Gucken, wo ich sie hochladen kann. Ich habe es über WeTransfer versucht, aber die wollen, dass ich mich da anmelde und Geld bezahle, bloß noch nicht ein paar Tage und damit viele Leute es runterladen können, dass ich einen Permalink habe. Aber was soll das, ne? Scheiße, ja. Hallo und herzlich willkommen auf jeden Fall bei Herz bei hier, Dingens, wie heißt der Typ noch? Bauri, herzlich, hätte ich schon fast gesagt. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie dabei sind. Sie haben den Jackpot geknackt. Und heute mit so einem Gesicht. Um die heutige Grundstimmung ein wenig wiederzuspiegeln. So. Dann lacht die sich kaputt. Wieso? Das ist ernst. Das ist mein Ernst. Nehmt mich ernst. Nehmen Sie mich ernst. Ne, ich bin ernstzunehmender Comedian. Wenn ich das mal über mich lacht. Prost, erstmal. Lecker naturtrübner Apfelsaft. Kann ich sehr empfehlen. Schmeckt gut. So, Mallorca Number One. Buenas noches, Porto Cristo. Zurück nach Porto Cristo. Auch von hier aus eine gute Nacht. Oder einen guten Abend und ja, heute, wie in der Beschreibung des Streams schon steht, will ich mich mal ein klein wenig mit dem Worst-Case-Szenario, mit dem Thema Worst-Case-Szenario beschäftigen und wie ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, statt es die ganze Zeit zu verdrängen und nicht haben zu wollen, dann aber auch dann in mir gären zu haben und für Ängste zu sorgen, quasi geschafft habe, mit dem jeweiligen Worst-Case-Szenario, das ich mir so irgendwas vorstellen konnte, halt eben zu arbeiten. Und gestern hatte ich doch so einen Text vorgelesen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der ist. Oh nein, wir sind mal wieder super vorbereitet heute. Toll, hatte ich den auf meiner? Nee. Und den finde ich jetzt auch nicht mehr. Super. Das ist nur, weil der David gestern nicht zuhören wollte. Aber ich hatte doch gestern
einen Text vorgelesen, in dem es eine Auflistung von Dingen gab, die wir alle eigentlich nicht erleben möchten. Allerdings mit einem Open End, weil ja jetzt das nicht sagte, wohin es wirklich führt. Ja, es ging halt nur darum, dass irgendwie in den nächsten Wochen dann der Hausarrest noch richtig durchgesetzt werden soll, inklusive Strom abschalten, absolute Hausverbot, dass man nicht mehr mit den Hundis rausgehen darf und sowas halt alles. Und ich hatte das gestern aus gutem Grund vorgelesen, und der war nicht, um Panik zu schüren, sondern ich bin auch entsprechend darauf eingegangen und gesagt, auch das kein Grund zur Sorge. Und ich habe hier halt auch gestern dann nach der Sendung mit der Martina noch so, hallo Melli, schön, dass du auch da bist, mit der Martina hier halt auch noch den Abend verbracht und sehr viel so Gedanken kreisen lassen in Bezug darauf, was passiert denn eigentlich, wenn es jetzt dazu kommt? Was können wir dann tun, damit wir nicht drunter leiden, sondern uns nach Möglichkeit einen Nutzen daraus ziehen und dadurch eigentlich das Worst-Case-Szenario für uns vor allen Dingen erstmal keine Bedrohung mehr darstellt. Wer den Text gestern nicht mitbekommen hat, der kann ihn in der Aufzeichnung der gestrigen Sendung auf YouTube finden, wo auch diese Sendung nach der Sendung wieder auf On Demand zu finden ist. Also wie gesagt, kurzer Abriss, es ging einfach darum, dass halt eben Einschränkungen, 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 Einschränkungen bis hin zu totalem Stillstand von allem. Und der Text ist gestern halt auch relativ rumgegangen und heute fing mein Tag dann letztendlich damit an, dass ich mein Handy dann angemacht habe und also haben zuerst gefrühstückt, lecker und so, ne? Erstmal wach geworden und so. Und dann habe ich dann aber mein Handy in der Hand gehabt und einer der ersten Texte, die mir, und den werde ich nicht vorlesen und ich werde ihn auch nicht teilen, ich werde nur mal drauf eingehen, weil wahrscheinlich ausreichend Leute ihn eh schon mitbekommen haben und ich das gar nicht für so sinnvoll erachte. Da ging es halt eben jetzt darum, dass die doofen Q-Anhänger jetzt alle die Ist-Situation als einen Erfolg von Q verbuchen, der aber halt eben in diesem Text als größte Verschwörungstheorie aller Zeiten quasi dargestellt wird. Und das Ganze letztendlich einfach nur bedeutet, dass jetzt die NWO installiert wird. Guten Abend, Thorsten. Und guten Abend, Eigi. Ich sehe, dass du auch online bist. Ah, aber er schaut noch. Ne, Eigi schaut noch nicht zu. Er ist online, aber er guckt noch nicht. Vielleicht wohl. Keine Ahnung, man weiß nicht. 10 Zuschauer haben wir gerade. Ich freue mich sehr. Und gestern musste ich da ja erstmal hinarbeiten, dass ich anfange, Content-Text vorzulesen. Heute werde ich keinen solchen Text vorlesen. Ich wollte nur mal so generell auf so ein paar Sachen eingehen. Und zwar, was mich an diesem Text gestört hat, war, dass da halt eben, also zum einen, er ging viral. Ja, das heißt, alle möglichen Leute haben den gepostet, haben den übernommen und weitergeteilt. Über den Verfasser dieses Textes weiß ich nichts. Folglich auch nicht, wo der seine Meinung her hat. Aber selbst wenn der Text meine Meinung wiedergibt, dann finde ich es einfach nicht sehr konstruktiv, einen solchen Text zu schreiben, um damit andere... Ah, ich gucke, schreibt der AG. Hallo. einen solchen Text zu schreiben, um wieder andere Leute zu diffamieren, während man selber nichts Besseres zu tun hat, als Panik zu schüren. Weil, oh, das ist jetzt alles, ihr seid alle doof und ihr glaubt einfach nur alles dem Q und bla bla bla
Und bloß weil der Oliver Janisch jetzt angefangen hat, auch so ein bisschen den Q hin zu hinterfragen, der sich auch die letzten 3 Jahre voll und ganz die ganze Zeit immer wieder auf Q berufen hat, reden dem jetzt auf einmal auch wieder dann alle nach der Nase und posten dann halt eben ja, entsprechende Texte. Und können es dabei wieder nicht sein lassen, andere runterzumachen. Das war das, wo ich, ne, da steht und wir haben alle das Recherchieren und Hinterfragen nicht gelernt und ich stelle mir dann wirklich die Frage so, wo habt ihr denn bitte jetzt zwischen, dass ihr den Text bekommen habt und ihn weitergegeben habt, auch nur eine Sekunde selber mal irgendwas hinterfragt oder recherchiert? Ich sehe so viele Leute gerade wieder, die immer noch nicht gelernt haben, Sachen zu hinterfragen und einfach mal aus der eigenen Perspektive was wiederzugeben, sondern einfach die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute Texte weiter posten, als seien es ihre eigenen. In dem Moment sind das ja wahrscheinlich auch ihre eigenen Gedanken. Wenn ich mir aber teilweise angucke, wie viele Leute, genauso wie ich, immer wieder ihre Meinung ändern, aber anders als ich, es dann nicht sein lassen können, gegen andere zu schießen und die als doof zu erklären, die niederzumachen, dann sehe ich einfach keinen Sinn darin, das dann auch so zu machen. Coconuts, hallo, grüße dich. So, und irgendwie scheinen halt auch diesen Text gestern sehr viele, weil ich habe vorgelesen, weil er viral ging, sehr viele Leute wieder einfach nur ohne zu hinterfragen, ohne sich entsprechend eigene Gedanken dazu zu machen, einfach weitergepostet haben. Ja Leute, dann könnt ihr auch einfach weitergeben, was ihr im Fernsehen seht, weil da passiert, das ist dann letztendlich nichts an. Ihr glaubt einer Art Quelle, dass sie für euch das Recherchieren und Hinterfragen ausreichend durchgeführt hat und übernehmt das, was die dann schreiben und von sich geben als Wissen und gebt es als solches weiter. Das ist jetzt letztendlich nicht so wahnsinnig. Im Moment rauche ich hier den braunen von Luckys. So, Thorsten schreibt, ich hinterfrage auch alles, da auch viele in seinem Namen sich als Q ausgeben und viele sich ausgeben als Q. Darauf sollte man auch achten. Melly schreibt, ich möchte was loswerden bzw. fragen, ob das noch wer wahrnimmt. Q und Gesara, Nesara, wird ja in einen Topf geworfen. Bei Nesara fühle ich Luft, Leere und bei Q Bewegung und dass da was ist. Also ich fühle zwei verschiedene Dinge, keine Ahnung, wie relevant es ist und überhaupt ein Gefühl dazu zu haben, aber ich hatte den Impuls. Das ist der Punkt. Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. All die, die gerade irgendwie so hochtrabende Texte schreiben, haben alle keine Ahnung. Was völlig okay ist. Was ich nicht okay finde, ist dann aber hinzugehen und anderen zu sagen, sie hätten keine Ahnung. Bloß weil die eine andere Meinung haben. Und ich möchte dazu aufrufen und einladen, das einfach mal sein zu lassen. Vor allen Dingen ist dieser Text wieder vor allen Dingen eins, nämlich auf andere Leute ausgerichtet. Der Verfasser des Textes war zumindest in diesem Moment, wo er diesen Text geschrieben hat, wieder mit anderen Leuten beschäftigt und nicht mit sich selber. Das hat nichts mit Eigenverantwortung und Eigenständigkeit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, sich an die eigene Nase zu packen und sich die Frage zu stellen, was kann ich jetzt tun? Jetzt. Nicht nächste Woche, nicht im Sommer. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, gerade irgendetwas für den Sommer zu planen, weil wir gar nicht wissen, was im Sommer ist. Verdammte Hacke, wir wissen teilweise im Moment gerade noch nicht mal im Ansatz, was morgen ist. Das ist aber ein Ding, das die Leute teilweise echt erstmal treffen muss, bis sie überhaupt die Erfahrung machen, wie es ist, da zu stehen und zu sagen und zu verstehen, dass in irgendeinem absehbaren Zeitpunkt der Zukunft die Zeitrechnung aufhört und man für das, was danach kommt, überhaupt gar nichts vorhersehen kann, weil man gar nicht weiß, was dann ist. Ich hatte vor 1,5 Jahren die Gelegenheit, als ich am 4. Dezember 2018 diesen Gerichtstermin hatte, wo mir in Aussicht gestellt wurde, dass ich danach erstmal 1,5 Jahre im Bau bin.
Ich habe da nicht unbedingt dran geglaubt und ich habe meine Vorkehrungen getroffen, habe mich, ich komme auf das, was ich gleich noch anspreche, quasi den Worst Case genommen und mich darauf vorbereitet, dass ich im Fall dessen, dass der Worst Case eintrifft, nämlich dass sie mich tatsächlich dann jetzt für anderthalb Jahre da erstmal festhalten und einbuchten, entsprechend gut vorbereitet bin. Da hätte mein Netzwerk dann nämlich stunk gemacht. Und dann halt eben das Gericht in Palma Alarm gelegt, bis ich wieder draußen gewesen wäre. Und so kann man eben den Worst Case, das Worst Case Szenario sehr gut nutzen. Wir haben hier gestern sehr viel darüber gesprochen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt wirklich demnächst da sitzen? Und ich möchte dazu einladen, jetzt mal nicht die Ohren abzuschalten, auch David nicht. Was machen wir? Was passiert? Was ist, wenn demnächst dann wirklich mal für ein paar Tage oder eine Woche oder auch zwei kein Internet, kein Telefon, kein Strom mehr da ist, wir nicht mehr raus dürfen, wir hoffen können, dass wir vorher genug gehamstert haben, damit wir es überleben und nicht verhungern? Also ich weiß, dass ich im Notfall Wochen ohne Essen auskomme, habe ich alles schon hinter mir, und dass man das überleben kann. Und was macht man dann? Und wir haben halt gestern hier gesessen und haben gesagt, okay, gut, dann würde man auf jeden Fall erstmal nicht ausschlafen. Irgendwann fängst du dann aber auch an, wenn es dunkel wird, dann halt eben schlafen zu gehen, vor allem, wenn du keine Kerzen gekauft hast. Er hat eine Idee, auf die ich aus guten Gründen verzichtet habe, sie umzusetzen. Er hat überlegt, ein T-Shirt mit staatlich eingeteilter Ernährungs... Nee, was war es? Staatlich... Geprüft. Nein, nicht geprüft. Oder einfach staatlicher Einkaufsberater. Ja, genau. Staatlicher Einkaufsberater. Aufs T-Shirt zu schreiben, so eine Weste anzuziehen, bla, um offiziell auszusehen. Mich vor dem Penny hinzustellen. Netto, Entschuldigung. Und den Leuten Einkaufsratschläge zu geben, so, ne? Wie sie das jetzt bitte zu handhaben haben und darauf zu achten haben, dass sie eventuell sich darauf vorbereiten können, dass sie demnächst keinen Strom mehr zu Hause haben und sich bitte Kerzen kaufen sollen. Hamstern sie Kerzen. Ne, also wenn ihr zu nahe kommt, hier, da vorne ist die Linie, anderthalb Meter Abstand halten, gehen sie bla bla bla, gehen sie Kerzen kaufen. Ne, und wenn es wirklich, wenn es dann zu dem Horrorszenario kommt, dass es nicht zu dem Worst-Case-Szenario kommt und wir die Kerzen gar nicht brauchen, dann können wir uns die hinterher noch immer in den Arsch schieben. Oh, Spaß dann. So. Und warum verzichte ich auf solche Sachen? Weil die Leute da draußen eigentlich schon genug bekloppt sind und ich deswegen seit Jahren auf solche Aktionen verzichte, mit denen ich wahrscheinlich sehr, sehr viele Videos hätte machen können, die dann auch rumgegangen wären, aber ich möchte nicht auf Kosten anderer meine Sachen machen. Und dann habe ich eben keine Videos, die gut rumgehen, wenn das dann aber bedeutet, was hier schaltet ein, wer möchte. Aber ich möchte nicht Leute da draußen beim Einkaufen belästigen. So wie ich das, so wie andere das dann hier so Love Police und so gemacht haben, was ich damals auch sehr gefeiert habe und mir dann auch ein Megafon gekauft habe und mich dann einfach so irgendwo hingesetzt habe, aber das habe ich tatsächlich einmal, da habe ich ein oder zwei Videos gemacht und dann habe ich das auch nicht mehr gemacht, weil ich merkte so, Alter, das ist aufdringlich. Das würdest du jetzt auch nicht wollen. Dass wenn du hier jetzt deinem Ding nachgehst, jemand kommt und dich anblöckt. Es gibt Leute, die wollen einfach noch nicht aufgeweckt werden. Und wer ein Interesse daran hat, wirklich aufzuwachen, der sucht selber und findet die Inspirationen, die ihm da weiterhelfen. Das heißt, die ganze Blöckerei war eigentlich für den Arsch, weil sie hier auf taube Ohren trifft. Und das war so ein Grund, warum sie, ne? Martina meinte, ach, lass uns das machen. Und ich aber irgendwie so, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber wir haben uns tatsächlich darüber unterhalten, wie es dann hier aussehen würde, wenn wir dann halt eben keine Kerzen haben, aber dann, ja, verdammt, ne, ey, sowas habe ich im Wohnmobil, habe ich das zuhauf gehabt, dass ich da keinen Strom hatte. Vor allen Dingen im Winter, wenn die Sonne nicht ausreichend geschienen hat, um meine Solarzellen zu füllen, dann habe ich da gesessen und hatte quasi keinen Strom.
wodurch ich dann aber selber auch wieder andere Dinge kennengelernt. Ne? Dann nutzt du halt die Zeit des Tages. Und wenn du nachts halt nichts sehen kannst und gar nichts machen kannst, ja, dann gehst halt schlafen. Und wirst dann automatisch wieder wach, wenn es wieder hell wird. Da brauchst du noch nicht mal eine verkackte Uhr und einen Wecker für. Du kriegst es dann irgendwann mit. Du gewöhnst dich da relativ schnell ein. Dann fängst du an, deine Tageszeit wieder irgendwie zu nutzen, wo du was siehst, um irgendwas zu machen, was dir gerade hilft. Was ich Gutes an diesen Dingen sehe, die da gestern in diesem Ding so prophezeit wurden, war, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, uns wieder unsere eigenen Fähigkeiten und der Fähigkeit, aus der Not heraus irgendwelche Sachen zu machen, auf die wir vorher gar nicht gekommen wären, und uns unsere eigenen Kräfte zu erinnern, unsere eigene Macht zu erinnern. Und dann ist es halt eben auch noch so, dass, wenn es halt eben tatsächlich so kommt, dass wir dann auch, ne, wir können dann, ne, für uns war dann halt eben auch das Thema, weil da draußen halt ein Wohnmobil steht, wenn man nicht mehr tanken kann, dann kann man nicht mehr fahren. So, nun, ich habe gesagt, aber du weißt ja gar nicht, was, wie es kommt. Und selbst wenn, sagen wir mal, es kommt, aber du weißt doch gar nicht, ob wir zwei nicht in dem Moment mit dem Wohnmobil, wo wir, in dem Moment, wo wir die Nachricht bekommen, so, jetzt sind alle Tanken zu, man kann nicht mehr tanken, in unserem schönen kleinen Waldgrundstückchen da vorne stehen, wo wir die ganze Zeit von reden und dann wir nicht mehr fahren dürfen und können. Und mit dem Sprit, der dann noch im Tank ist, werden wir sehr, sehr, sehr vorsichtig dann umgehen. Werden wir nicht uns direkt wieder an Steuer setzen und das auch noch verballern. Also bleiben wir im Wald. Und während die ganze Welt untergeht und bla und jetzt die ganze Wirtschaft und alles im Bach runter und hast du nicht gesehen und alle das erleben, was alle leben, wäre das in dem Szenario relativ easy für uns gewesen. Wir wären im Wald gewesen. Da sind Brennnesseln, die wir essen können. Also wir werden definitiv nicht verhungern. Da ist Wasser. Wir werden definitiv nicht verdursten. Und ich weiß, weil ich nun mal eben so ein Experiment 2009 schon gemacht habe, mal einfach 3 Monate im Wald gelebt, weiß ich, dass der Wald mich am Leben hält. Das meine ich mit, wenn ich das Worst-Case-Szenario nicht ausblende, womit ich es nicht bearbeitet habe. Es kann immer noch kommen. Aber ich sage, seitdem ich es so angehe, ist es nicht ein einziges Mal in meinem Leben zum Worst Case gekommen. Auch nicht am 4. Dezember 2018, wo dann zwar die Verhandlungen waren, ich aber trotzdem am nächsten Tag wieder da stand und dann auch wieder sagen konnte, ja, jetzt können wir uns überlegen, was wir die nächste Woche machen. Aber bis dahin hatte mich im Vorfeld schon über Wochen für mich dann am 4. Dezember die Zeitrechnung aufgehört, weil ich wusste, es kann sein, dass ich dann erstmal 1,5 Jahre weg bin. Und weil ich keine Angst davor hatte, habe ich den Fall einfach mal hypothetisch angenommen und angefangen, konstruktiv damit umzugehen. Und hatte automatisch Lösungen gefunden. Letztendlich war die Gerichtsverhandlung, was eine Farce war, aber ich durfte danach wieder raus und gehen und alles, also es war alles letztendlich so. Nehmen wir die nächste Horror, das nächste Horrorszenario, das wir uns nur vorstellen können. Nämlich, dass dieses Horrorszenario, was ich gestern vorgelesen habe, tatsächlich nicht dazu führt, dass Q kein Arschloch war oder viele Arschlöcher oder wie auch immer. Und es nicht dazu kommt, dass die NWO installiert, Quatsch, Blödsinn, andersrum, dass es nicht dazu kommt, dass jetzt wir hier unsere tolle freie Welt haben, auf die wir alle schon so lange kommen fühlen. Nächster Punkt, wo ich gleich drauf zu sprechen komme. Sondern es kommt allen Ernstes dazu, dass jetzt die NWO installiert wird, ist und dann die Ist-Situation ist, mit der wir dann nach dem Tag der Entlassung zu tun haben. Wie immer, besteht auch dann für den Fall, dass es mir das Leben dann nicht mehr lebenswert erscheint, mich in den Wald zurückzuziehen, Essen und Trinken einzustellen und einfach zu sterben.
Du brauchst mich noch nicht mal umbringen. Das macht mein Körper, das macht das dann ganz von alleine. Dann werde ich halt nicht alt. In so einer Welt will ich dann auch nicht mehr leben. Die Option besteht immer und ist legitim. Und mit dem Bewusstsein, das ich heute mit mir rumtrage, mit dem Wissen, dass ich Bewusstsein bin und nicht dieser Körper und ich tagsüber schlafen gehe, um meine Reisen zu machen und mittlerweile, ey, ich träume so intensive Sachen in den letzten Wochen, weiß ich auch, dass ich nicht der Einzige bin. Weiß ich, gehe ich dann auch einfach in die nächste Dimension und mache da mein Ding weiter. Da habe ich auch keine Angst vor. Weil ich auch den Tod als Worst Case schon längst bearbeitet habe. Auch das macht mir keine Angst mehr. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn wir den Worst Case nicht irgendwo nicht haben wollen und ausblenden, dann können wir ihn nicht nutzen. Dann können wir die Gedanken, das sind unsere Gedanken, das ist ja unser persönlicher Worst Case, können wir persönlich auch nichts daraus holen. Stattdessen gärt das im Hintergrund, schürt Angst, führt zu irgendwelchen self-fulfilling prophecies und dann kommt der Worst Case, den ich aber vorher nie so genannt habe, nie betrachtet habe, nie irgendwie mich mal dem mit Aufmerksamkeit gewidmet habe. Aber seitdem ich das tue, ist der Worst Case nie eingetreten. Nicht ein einziges Mal, in 15 Jahren nicht. Und deswegen weiß ich, warum ich gerade den Impuls habe, das hier auch einfach an wen es immer interessiert, weiterzugeben. Die Melli schreibt, hatte vorhin den Gedanken, dass ja das System aus uns Menschen besteht. Wir können uns daher ja versorgen, egal was passiert, Bauernhöfe existieren ja weiter, hoffe ich. Also alles lahmlegen geht ja gar nicht 100%. Das ist nämlich das Ding. Wenn ich jetzt mal aus einer anderen Perspektive das Ganze nochmal beleuchte und sage, okay, lass die mal ihre neue Weltordnung installieren. Also ich gehe nicht davon aus, dass das definitiv ein totalitäres System ist, auf jeden Fall klar. Aber dass das in der Lage ist, mit freien Menschen zu hantieren, weil wer freier Mensch ist, entscheidet nicht das System, sondern der Mensch. Und solange ich noch lebe, werde ich mich nicht irgendwelchen Sachen fügen. Und dann sind wir auf irgendwelchen Bauernhöfen und haben unsere eigenen Solaranlagen, bauen unser eigenes Futter an, sind autark, brauchen gar nicht mehr mit der Umwelt da irgendwie großartig zu hantieren, sind mit unserer Familie und haben, wissen sogar noch, wo in der Nähe Freunde sind, die man eventuell notfalls nachts auf Schleichwegen, aber dann sehr gut gelaunt trotzdem erreichen kann. Und wenn ich mir angucke, wie viele Leute sich in der letzten Zeit halt mit solchen Sachen beschäftigt haben, und ich hoffe, es werden demnächst noch mehr, wie gesagt, ich versuche jetzt gleich noch irgendwo nach der Sendung diese Sammlung, die der Thorsten mir geschickt hat, die ich noch ein kleines bisschen aufgestockt habe, halt eben an den Mann zu bringen. Es sind 168 MB und ich kann sie nicht einfach mit der E-Mail schicken. Und vielleicht hat jemand einen Account von WeTransfer, der einen für 30 Tage einen Permalink für unbegrenzte Downloadzahl halt eben anbieten kann. Meldet euch bitte, sagt mir Bescheid. Ich schicke euch das Ding über WeTransfer oder TransferNow oder was auch immer. Und könnt ihr es hochstellen. Schickt ihr mir einen Link, teile ich einen Link. Und wer möchte, hat dann Zugriff auf über 60 Bücher, die alle hilfreich sein dürften. Ja, wer richtig Glück hat, hat noch ordentlich paar 100 Seiten Papier zu Hause und einen Drucker und kann sich auch noch ausdrucken für den Fall, dass da irgendwann der Strom ausfällt, dann hat man auch noch was zu lesen, tagsüber. Nachts ist dunkel. Außer, ihr habt genug Kerzen gekauft. Thorsten, ich plane von Tag zu Tag und verbringe Zeit mit meinen Liebsten und habe meinen Bekannten, der im Pflegeheim ist, alles Gute zum Geburtstag gewünscht und ihm Hoffnung geschenkt, dass ich ihn bald wieder besuchen werde, wenn die das erlauben. Richtig, genau so, Thorsten, genau so geht das. Einfach im Hier und Jetzt möglichst wenig weit voraus planen, im Hier und Jetzt die Dinge tun, die möglich sind, vor allen Dingen mit den Liebsten was zusammen zu machen. Da gab es früher immer wichtigere Sachen, jetzt gibt es auf einmal nichts Wichtigeres und das ist eigentlich echt schön.
Jokulator schreibt, soll das jetzt ein Witz sein? Man liest und hört, du bist Mietnomade, zum Beispiel im Bäckerhaus, und jetzt erzählst und erzählst jetzt, hat's keinen Strom, what the fuck, natürlich nicht. Keine Ahnung, was für ein Problem du hast, aber egal, was du über mich hörst und liest, ich empfehle dir nichts davon zu glauben, weil man liest und hört einen Haufen Scheiße über mich. Und in dem Bäckerhaus hatten wir keinen Strom. Den mussten wir da erstmal installieren. Den haben nämlich andere Hottentotten da rausgerissen, weswegen das Ding am Verfallen war. Weil halt eben, ne, war auch kein fließendes Wasser mehr und sowas. Ne, und dass wir da irgendwann wieder Licht drin hatten, lag daran, dass ich aus meinem Wohnmobil meine Solaranlage rausgerissen habe und sie da installiert habe. Und dann erweitert habe. Liana schreibt, wir haben dafür einiges an Kerzen und Batterien für einige Taschenlampen. Es gibt auch noch die Taschenlampe mit den Kurbeldingern, wo man den Strom immer wieder klein wenig aufladen kann. Ne? Ja, funktioniert auch. Also ganz im äußersten Notfall habe ich selbst im Dunkeln, wenn ich nicht an einem Ort bin, an dem ich mich überhaupt nicht auskenne, aber wenn ich mich im Haus zwei, dreimal bewegt habe, dann weiß ich ungefähr, wo ich an den Wänden mich entlang tasten kann, um trotzdem noch sicher von A nach B zu kommen. Die ASA schreibt, Grundstücke freikaufen. Das brauchen wir. Viele haben kein Geld, um selbst ein Grundstück zu kaufen, aber gern in Gemeinschaft leben würden, also bitte Grundstücke kaufen. Ja, oder wenn man halt auch kein Geld hat oder sonst irgendwas, eben freistehende Grundstücke, von denen man weiß, dass die überhaupt niemandem mehr gehören, sondern Insolvenzmasse einer pleiten Firma sind, die seit Jahren überhaupt nichts mehr gemacht hat. Und überhaupt nur deswegen in Aktion getreten sind, wieder und irgendwie aktiv geworden sind, weil wir die Aktion auf der Bäcker Finca gemacht haben. Aber es gibt genügend, ich weiß, dass es auf Mallorca Grundstücke gibt, da sind die Besitzer verstorben, da gibt es keine Erben und die Behörden wissen selber nicht, wem es gehört. Diese Grundstücke können nicht verkauft werden, weil sie keinen Besitzer haben. Weil fraglich ist, wer das überhaupt, wem das gehört. Wem man das abkaufen könnte, wenn man es wollte. Und da rate ich in Tagen wie diesen, seid mal nicht so kleinlich, überlegt euch, ob es nicht sinnvoll ist, dann halt eben meinetwegen zu besetzen, was ich immer noch als nicht den richtigen Weg empfinde, aber auf jeden Fall als retten, als Lebensraum für uns, das wieder zurückzuholen und diese Grundstücke zu befreien. Ne, manche kann man frei kaufen. Andere kann man auf ganz andere Weise befreien. Manchmal ist eventuell sogar nämlich noch ein Besitzer da, der sagt, ey, bitte nehmt's einfach, dann kriegen wir es frei geschenkt. Der Bürgermeister von Camp Picafort hat uns ein Grundstück auf Mallorca geschenkt, auf dem wir allerdings nicht viel machen konnten. Da war halt eben nicht nur kein Strom, sondern halt auch kein Wasser. Aber wir sind da halt, aber. Der hat gesagt, das gehört mir und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wenn ihr eine coole Idee habt, macht es. Es lag halt nur irgendwo da hinten bei Muro, irgendwo im Hinterland und da war das dann halt eben relativ schwierig. So, ne? Aber das waren, keine Ahnung, Minimum ein halbes Fußballfeld groß. Und um auf jeden Fall dann, wenn man irgendwo in der Nähe noch was findet, um irgendwie. Wo man dann auch wohnen kann oder halt eben im Wohnmobil drauf oder was weiß ich was, dann kann man da halt eben auch einen Brunnen buddeln oder so. Das hätten wir jetzt nicht. Wir haben halt einfach noch andere Sachen gemacht, die sich auch ergeben haben. Deswegen haben wir aus dem Grundstück nichts gemacht, aber es liegt immer noch da. Und wenn man da halt für Wasser sorgen kann und ein paar Solarzellen für Strom, hat man schon wieder das Nötigste, um den Garten anzubauen. Und dann hat man zu essen da. Und Klopapier braucht kein Schwein. Man kann sich auch waschen, für all die, die das über das ganze Klopapier vergessen haben. Ne? So, was ich, wir sagen 35. Ich würde gerne mal kurz ein bisschen was einspielen. Und zwar hat die Melli gestern ein neues Video gemacht, in der sie halt eben zum einen ihr neues Format, ich werde das Video von der Melli
verlinken und möchte aber hier gerade die Gelegenheit nutzen, etwas ganz Bestimmtes mal abzuspielen, was sie da gesagt hat. Das ist nämlich auch noch was, was mit Angst und seinen Effekten auf die Lunge zu tun hat. Und wenn jetzt so Lungenprobleme kommen, wie halt Corona, da halt eben auch sehr die Lungen angreift, was das eventuell für Gründe haben können, wenn es uns betrifft. Ne? Hier, schöner Übergang. Die schöne Melli, hören wir ihr mal einfach kurz zu. Ja, und noch etwas wollte ich sagen zu diesem Coronavirus. Es heißt immer, dass dieser Coronavirus vor allem die Lunge und den Hals angreift. Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, weil es doch Sinn macht, den Körper und das ganze System Mensch einfach ganzheitlich zu betrachten, und zwar Körper, Geist und Seele. Das heißt, nicht nur unseren Körper, die Lunge ist beschädigt oder der Hals, sondern eben auch zu betrachten, welche Gedanken habe ich, damit ich Halsschmerzen bekommen kann, und was haben meine Gefühle damit zu tun, dass meine Lunge überhaupt krank werden kann? Und so Menschen wie Pirn Eibel oder Dr. Hammer oder Kurt Depperwein haben sich ja viele Gedanken darüber gemacht und auch Bücher geschrieben. Und sie sagen immer, dass nur derjenige, der Angst hat und in Panik verfällt, kann Lungenprobleme bekommen. Also nochmal, der Angst hat und Panik hat, der bekommt zu wenig Luft. Und das wirkt sich natürlich auf die Lunge aus. Oder allgemein, wenn man seelisch zu wenig Luft bekommt, dann bekommt auch irgendwann physisch die Lunge keine Luft mehr. Oder bei Halsschmerzen ist es auch so, dass oft unausgesprochene Worte sich in physische Schmerzen verwandeln können. Und das ist einfach eine ganzheitliche Betrachtung von uns, von dem System Mensch. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele, und so müssen wir uns auch betrachten. Und das Ding jetzt einfach ist, da draußen verfallen gerade ganz viele in Angst und Panik, und dann macht man sich Gedanken, warum jetzt alle Lungensymptome haben. Was eine ganz natürliche Schlussfolgerung ist, weil wenn ich Angst habe, dann bekomme ich schwer Luft. Und das muss sich so nach den Gesetzmäßigkeiten einfach auf die Lunge auswirken. Ja. Wie gesagt, ich empfehle, das ganze Video anzuschauen, einfach weil es sich lohnt. Ich werde es unter dem Video auf YouTube verlinken, dann findet ihr auch den YouTube-Kanal von der Melli, den ihr bitte, wenn ihr möchtet, auch sehr gerne abonniert. Da freut sich die Melli auch über ein paar Leute, die noch dazukommen, weil die Melli nämlich jetzt auch ein neues Format macht. Kündigt sie auch in diesem Video an. It's Spirit Talk Time. Und da wird es halt eben, das wird auf ihre Art und Weise so das sein, was ich hier auch mache, halt nach Möglichkeit offen denken und möglichst fokussiert auf Lösungen. Ne? So, wie kommen wir raus aus dem Schlick hier? Mit Golfschuhen kommen wir hier nicht weit. Ja. Also das einfach mal noch so nebenher, wollte ich mal auf jeden Fall gerade Werbung für die Melli machen, weil ich das bewerbenswert finde. Und die hat erst 509 Abonnenten, das ist viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. So. Ich gehe mal auf meinen Twitch-Ding wieder zurück, damit ich nochmal so. Ne, hier hat nämlich jetzt inzwischen Jana noch auch wieder was geschrieben.
Bei natürlicher, besonders roh veganer Ernährung braucht man eh nur noch wenig oder gar kein Klopapier mehr. Ja, wenn du halt tatsächlich sogar den Lichtnahrungsprozess dann und irgendwann dich halt eben von Prana ernährst, dann brauchst du weder zu pinkeln noch zu. Also du brauchst einfach nicht mehr aufs Klo zu gehen, weil da ist ja nichts mehr, was du auskacken könntest. Das ist der Grund, warum mir das irgendwann überhaupt aufgefallen war, als ich das irgendwie vor vielen, vielen Jahren erlebt habe. Dass ich halt eben, dass mir aufgefallen ist, Alter, wann bist du das letzte Mal auf dem Klo gewesen? Und dann erst fiel mir auf, sag mal, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Wann hast du das letzte Mal was getrunken? Und habe halt gemerkt, dass ich das alles über Wochen gar nicht brauchte, weil ich mich von einer anderen Energie ernährt habe. Und auch jetzt ist es wieder so, seitdem ich angefangen habe mit den Streams, dass auf einmal eine ganz andere Energie in mir ist, so dass ich halt irgendwie, ich esse gerade, weil es Spaß macht und schön ist, so, ne, auch, aber wir essen nicht viel am Tag, so, ne, und das war halt, ey, als ich auf der Bäcker Finca war, die so, und, ey, keine Ahnung, vor allen Dingen meine Zeit davor, die halt eben für mich echt eine himmlische Zeit war. Da habe ich am Tag vielleicht ein Brot hier so ein Schnittchen Brot gegessen. Weil irgendwann mir da kommen, muss ja mal was essen. Aber gebraucht hätte ich nicht. Ohne dabei ein Kilo Gewicht zu verlieren. Später hat das mit dem Gewichtsverlust, das hat dann wirklich erst angefangen, nachdem ich auf der Bäckerfinker war, und das war stressbedingt. Was mich dann aber auch nicht gestört hat, weil ich bin ja gut im Futter, ne, und bin ja da auch immer noch. Ja, Liana schreibt auch, Lichtnahrung wäre dann noch ein Schritt weiter. Ja, wie gesagt, so, ne, man muss für sich selber einfach den finden. Ne, das ist ja was, was man überhaupt gar nicht, man muss ja gar nicht bis zur Lichtnahrung gehen, wenn man in seinem Garten Gemüse angebaut hat. Ne? Man muss noch nicht mal zum Veganen kommen, wenn man irgendwie ethisch durchaus vertretbare Wege gefunden hat, auch an Eier zu kommen, die man dann isst, oder sich irgendwelchen Käse zuzubereiten oder sonst irgendwas, und vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal ein Tier notgeschlachtet werden muss, möchte lieber, weil es angefahren worden ist und sonst nur leidet, und dann kann man auch noch mal ein Hähnchen essen. Man kann auch, das ist ja dann was völlig anderes, dann findet man irgendwo wieder einen Mittelweg, und manchmal ist man dann vielleicht sogar selber froh, wenn man irgendwo ein Stückchen Fleisch, sauberes Kraftfleisch in die Hände gedrückt bekommt, damit man es essen kann, bevor man verhungert. Weil aus welchen Gründen auch immer halt. Ne? So, wir sind bei 43. Ich hatte heute die Idee, aus ganz bestimmten Gründen, die Stelle, aus der ich heute aus 2020 vorlesen möchte, mal nicht intuitiv raus, also das Buch einfach irgendwo aufzuschlagen und dann anzufangen zu lesen, möchte ich gerne eine ganz bestimmte Stelle lesen heute. Und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Ich habe mich heute wahnsinnig darüber gefreut, im richtigen Moment online zu sein und mitzubekommen, als die Paula Piquet online gegangen ist. Auf meiner Facebook-Wall könnt ihr den Link auch noch finden zu ihrem Livestream. Auch ihr kann man gerne folgen. Und mich das Ganze halt auch eben wieder so ein bisschen an das große Murmeln erinnert hat, wo ich die Melli jetzt, und Melli macht sowieso schon immer Videos, aber der Thomas angefangen hat, Video zu machen, und der eine oder andere sich gerade auch einfach mal vielleicht wieder vor die Kamera traut und sich eingeladen fühlt, derjenige zu sein, der als nächster die Webcam anmacht, den Kopf aufmacht und anfängt laut zu denken, was man denn. Ich möchte gerne diese Stelle. Ich bin schon hier bei Mojo, das ist Mojo. Mojo erzählt.
Mojo erzählt auch hinterher, wie das da alles für ihn war. Und auch das, sage ich nochmal dazu, ist aus der Perspektive eines von 8 Milliarden Menschen, die diese Situation eventuell aus einer ganz anderen mitbekommen. Nicht alle, da hat nicht, hier, ich bin schon drin, ich bin schon drin, ich bin schon drin. Das große Murmeln kommt dann da auch, weil das ist das, was ich gerne, was ich heute gerne, die Stelle möchte ich heute sehr gerne mal vorlesen. Einfach nur zur Inspiration. Ja, ich sehe schon, es ist genau das Richtige. So, ich lasse das mal hier offen liegen, damit ich das dann gleich in 14 Minuten am Start habe. Wie gesagt, ich bin heute irgendwie nicht so super toll vorbereitet. Scheißegal, wann bin ich das? Ne? Ist immer alles aus dem Bauch raus. Ich habe Bauch hier auf Sendung. Ne? Liana 12 sagt, naja, also Fleisch gibt keine Kraft und nicht leiden musste und ein Tier töten schließt sich irgendwie aus. Wenn ein Tier angefahren worden ist, dann leidet es, bis ich es finde, aber hat vorher ein tolles Leben leben können unter Umständen. Und dann gebe ich ihm vielleicht einen Gnadenstoß und habe aber gesundes Fleisch vor mir, das, wenn es richtig zubereitet ist, definitiv Lis Castaneda. Das, was der Don Juan da erzählt, der ist auch definitiv kein Veganer, kein Vegetarier, aber trotzdem ein hochspiritueller Mann. Von dem können wir alle was lernen. Und der hat dieses Kraftfleisch bei sich von Tieren, die, wie er es auch eindeutig beschreibt, aus eigenen Stücken in seine Fallen gehen, von denen er wirklich nur so viel nimmt, wie er gerade braucht. Da ist auch alles eins. Ich habe eine solche Erfahrung mit einem Reh gemacht, das just als ich eine Straße lang gefahren bin, vor meinen Augen von links nach rechts über die Straße läuft, noch vor einem Krankenwagen quasi weggeschossen kommt, aber volle Pulle vor dem Wagen vor mir, volle Pulle reinrennt. Und unten unter dem Auto durchgekugelt kommt und ich mit der Pearl kurz davor dann noch stehen bleibe. Und dann die Gelegenheit hatte, dieses Tier noch mit in den Straßengraben zu begleiten und da zu sitzen und es zu halten, bis ich den letzten Herzschlag gefühlt habe, weil es das Genick gebrochen hatte und was weiß ich was. Das hat definitiv keine 5 Minuten mehr gelitten. Ich glaube nicht, dass es überhaupt noch gelitten hat. Das war nämlich völlig. Und in so einem Fall hätte ich es durchaus für ethisch vertretbar gehalten. Und dann muss ich dir sagen, dann ist das, was du, also das schließt sich überhaupt gar nicht aus. Was ich aber wohl weiß, dass dieses Reh und ich eine Verabredung hatten. Weil dieses Reh auch aus irgendeinem ganz bestimmten Impuls heraus. Und nicht, weil es auf die Uhr gucken gedacht hätte, dass sich dessen bewusst gewesen war oder sonst irgendwas zu sagen, jetzt ist die Zeit, aber. Es war etwas anderes, das dem Reh gesagt hat, jetzt ist die Zeit loszulaufen. Vor dem Krankenwagen her noch und dann direkt vor dieses Auto. Bam. Und dann mit dem Bauch dieses Erlebnis zu teilen, von dem ich gerade erzählt habe. Das war für mich ein heiliger Moment. Und was ich in dem Moment nicht ethisch fand, war einfach das Tier einfach irgendwo liegen zu lassen, zu verbuddeln. Warum soll man auch als Mensch nicht von solchem Fleisch zehren können, wenn es einen ernähren kann? Und es gibt Fleisch, das definitiv eine ganz, ganz andere Qualität hat, als was wir da zu kaufen bekommen. Das ist gar keine Frage. Dieses Industriefleisch, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Da hat nicht viel Schönes vorher erlebt oder sonst irgendwas.
Also auch da bitte ich einfach nochmal darum, gegebenenfalls immer wieder mal Sichtweisen nochmal zu überprüfen und inwiefern wir Sachen nicht aus purem Dogmatismus tun. Ich bin 2 Jahre, bin ich Veganer gewesen und das war aus Dogmatismus und das hat mich eingeholt und das war auf einmal richtig krass für mich. Dann festzustellen, so, Alter, das ist purer Dogmatismus hier, was du da machst. Ich war für meine Begriffe dankbar, dass ich nicht auch noch einer von den militanten Veganern geworden bin. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, so macht das auch keinen Sinn. Das hatte nichts mit bewusster Ernährung zu tun. Da habe ich auch wieder anderen Leuten einfach nur nachgeplappert, habe nach meinem Gefühl, bin ich denen gefolgt halt und habe dann aber auch einfach mich so verhalten wie die. Das war, was da bei mir los war. Begriffen hatte ich da vieles von dem, was ich danach dann dadurch begriffen habe, noch nicht. So, dann noch 9 Minuten. Liana schreibt, für mich geht es nicht mehr nur um ethische, schreibst du, sondern auch um ganz andere. Ja, und für mich definitiv auch. Ne, das hat nicht mit purer Ethik zu tun. Das hat auch Melly schreibt es, Industriefleisch. Industriefleisch ist auch definitiv was völlig anderes, wovon ich gerade überhaupt nicht rede. Und ich rede wirklich Thorsten, danke, dass du meine Meinung respektierst. Genauso respektiere ich deine. Du würdest dieses Tier einfach beerdigen und es dann irgendwelche Maden fressen lassen. Wenn es jetzt aber wirklich darum geht, dass ich ohne verhungere, dann kann ich mich gleich mit daneben legen und auch von den Maden zerfressen lassen, die alles andere als Veganer sind. Wir sind letztens schon mal drauf gekommen, Gott kann definitiv kein Veganer sein. Der hat das Ganze mit dem Fressen und Gefressen werden nämlich erfunden. Das hat ja auch eine Bewandtnis, das ist ja auch, dass alles Fleisch wird gefressen. Und wenn, von Maden. Aber es muss gegessen werden, weil es ansonsten nicht transformiert werden kann. Dass man aus dieser Erkenntnis natürlich dann dieses Gegenextrem bis hin zu hier dreimal am Tag gut frisch ist gut für dich, oh yeah, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das hat dann damit nicht mehr viel zu tun. Aber bevor ich dann verhungere, dann esse ich auch lieber ein Stück Fleisch. Und ich habe Geschichten über Leute gehört, die dann sogar Menschenfleisch gegessen haben, bloß um nicht zu verhungern. Und das war für die vorher garantiert auch nicht nur ethisch nicht vertretbar, sondern auch aus vielen anderen Gründen. Wie gesagt, ne, jeder soll da seine Meinung haben, die soll aber auch jeder haben dürfen. Es soll einfach keiner mehr angegriffen werden, weil er es so handhabt, wie er es macht. Und wenn irgendwer halt eben aus welchen Gründen auch immer noch Fleisch braucht, dann bin ich nicht der, der sich dahinstellen will und sagt, du bist aber ein Arschloch. Oder du bist aber minder bemittelt. Oder was, da fühle ich mich minder bemittelt, weil ich noch nicht gelernt habe, andere Leute in Ruhe zu lassen. Und wenn ich es nicht lerne, andere Leute in Ruhe zu lassen, dann hilft mir Tiere nicht zu essen, auch nicht weiter. Für mich sind Tiere auch Leute. Und solange ich andere noch immer anders behandle als andere, dann ist das eben Speziesismus. Wenn ich eine Spezies über eine andere stelle, dann ist es Speziesismus. Dann ist das egal, ob ich den Menschen über das Tier stelle oder das Tier über den Menschen. Es bleibt Speziesismus. Auf der Augenhöhe wird alles eins. Und da passieren auf einmal Dinge, die wir für völlig unvorstellbar gehalten haben, die aus ganz bestimmten Gründen, die wir noch überhaupt gar nicht überblicken konnten, dann auf einmal doch okay waren. Liana, ich rede nicht von mir. Verfall nicht ins Diskutieren. Ich will hier keine Grundsatzdiskussion führen. Du sollst deine Meinung gern weiter haben und bleib bitte vegan, wenn du das möchtest. Aber ich möchte das Recht haben, genau darüber rede ich, auch andere Perspektiven aufzeigen zu können, ohne dafür angegriffen zu werden. So, ne, ich weiß, dass ich keine Angst vorm Verhungern haben brauche. Aber ich bin nicht alle.
Und nicht jeder hat die Erfahrung gemacht, die ich schon gemacht habe, um zu wissen, okay, Verhungern ist sowieso eine Illusion. Verhungern kann nur derjenige, der für den Verhungern eine Option ist, der ans Verhungern glaubt. Für Leute, die für die Verhungern nicht in ihrem Konzept steht, die werden nicht verhungern können. Ne? Wir haben noch 5 Minuten. Wie gesagt, also ich möchte mich auch niemandem darüber streiten. Ich mache das, ich sage allen auch diese Sachen nicht, um da jemand anderen mit von irgendetwas anderes zu überzeugen. Außer vielleicht, dass man den Kopf noch ein bisschen weiter aufmachen kann. Also ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, inklusive mir, der nicht in der Lage war, seinen Kopf noch ein kleines bisschen weiter aufzumachen. Auch ich habe überall noch zwischendurch, finde ich, irgendwelche Sachen, wo ich merke, da kannst du deinen Kopf auch noch ein bisschen weiter aufmachen. Da bist du gerade selber ein bisschen verbohrt in deiner Meinung, nicht wahr? Mitunter, aber das sind dann andere Stellen. Das sind dann Stellen, wo ich ganz bewusst gesetzt habe, ich will jetzt diese Meinung haben, weil ich mir eine andere nicht dienlich ist. Ich kann, wenn ich bestimmte Dinge erleben will, mit ganz bestimmten Sichtweisen und mal einfach nichts anfangen, weil sie dann destruktiv sind, kontraproduktiv. Und da ich seit 15 Jahren auf eine neue Welt, in der wir leben wollen, hinarbeite, mich da auch hinfühle und das auch irgendwo fühle, dass da irgendwas ist und auch ganz, ganz viele andere um mich herum das offensichtlich auch mitbekommen, ist es für mich gerade keine sinnvolle Option, tatsächlich als meine Meinung einzuloggen, jetzt wird die NWO installiert. Das kann ich für meine Worst-Case-Szenario-Übung nutzen, indem ich halt sage, okay, gucken wir uns das mal an und was wir dann da eventuell draus haben. Und dann ist da ein Häkchen dran. Und dann kann mir das aber auf jeden Fall schon mal nicht mehr schaden. Es kann mir auf jeden Fall nicht meiner Freiheit berauben. Mich nicht berauben. Haben noch 3 Minuten, ich nutze sie, damit ich nicht so hektisch wie gestern mal an der Kippe ziehen muss. Und einen Schluck trinken. Hier kann man auffüllen. Und dann möchte ich euch herzlich einladen, jetzt auch einfach wieder. Mal uns, ich weiß, es ist ein hartes Thema heute, es ist echt starker Tobak, aber es geht halt eben auch genau um wesentliche Dinge, wo wir halt eben tatsächlich in unseren Sichtweisen unter Umständen auch sehr gefangen sind, was es dann nicht sehr dienlich ist, wenn es tatsächlich zu irgendwelchen Szenarien kommt, auf die wir auf die Weise dann nicht vorbereitet sind, weil unsere Meinungen uns quasi die Möglichkeit genommen haben, uns entsprechend darauf vorzubereiten. Und manchmal muss man über Sachen nur mal gerade mal eine halbe Stunde reden, um darauf vorbereitet zu sein. Alles klar, so kommt man aber das so. Um dann aber angstfrei dazustehen, und das ist der Punkt, auf den es bei mir gerade im Moment die ganze Zeit ankommt, ich habe keine Angst. Ich habe gerade einfach keine Angst und weiß auch nicht, wovor ich welche haben soll. Sie ist nicht da. Wenn ich jetzt mir diesen ganzen Kram da draußen angucke, habe ich immer noch überwiegt das Gefühl des Vertrauens in mich selber. Und das nimmt so viel Raum in meiner Wahrnehmung ein, dass kein Raum bleibt, um an mir selber zu zweifeln, sprich Angst zu haben. Und ich möchte euch einfach herzlich gerne mit diesem Vertrauen anstecken, wenn ihr es gerade noch nicht so habt. Auf die Weise gibt es nun mal eben keinen Grund zu Angst. Und ich empfehle auch an dieser Stelle noch ein weiteres Mal, schaut euch das Video von der Melli gerne im Anschluss an. Die geht da auch noch mal drauf ein. Und auch das sind heilige Worte. Das sind heilende Worte. Das sind Worte, die helfen, tatsächlich wieder Vertrauen zu finden. In was auch immer, vor allen Dingen bestenfalls aber in sich selber.
Und das ist das, was mir da draußen gerade so ein bisschen fehlt. Ja, vertrauen jetzt alle auf irgendwelche Leute, deren Texte sie weiter teilen, aber eigentlich weiß keiner genau, worum es überhaupt geht. Ein Uhr, 21 Uhr hat es gerade gedingst. Lehnt euch zurück, wenn ihr möchtet. Lauscht meinen Worten und lasst sie zu euren werden. Greift nochmal richtig nach den anderen. Umarmt sie mal alle, sagt danke, dass ihr auch da seid. Und nehmt das bitte auch mit. Und wenn irgendwann die Lichter ausgehen, dann vergesst nicht, dass wir da sind. So können wir nämlich im Internet die ganze Zeit Kontakt miteinander halten. Wo ich gerade das Wort Internet sah, frage ich, ob ich doch nicht ein bisschen früher anfange. Woher wusstest du, dass ich meine Kopfkonsole so noch nie benutzt habe, frage ich, weil ich weiß, dass seine Antwort darauf weitere wertvolle Hinweise und Denkanstöße enthalten würde, die mein Verstand gerade zum Verständnis braucht. Wie ein braves Hündchen sitzt er auf einmal da, der Verstand, und widmet sich mit Hingabe seiner Aufgabe und liebt diese Wortspielchen. Naja, das, was du anfangs sagtest, dass du zuerst dich gesehen hast, als wir uns trafen, erinnerte mich an etwas, was den meisten passiert ist, als sie anfingen, bewusst on-mind zu zocken, mir auch. Nämlich ist das so, dass wenn du anfängst, die Welt um dich herum bewusst als eine virtuelle Erlebniswelt wahrzunehmen, sie sich dir auch sehr schnell als solche offenbart. Bei vielen ging das recht schnell. Die, die am meisten vor ihren Konsolen gesessen haben, haben es fast nicht mal mitbekommen. Aber fast jeder kann dir von einem Erlebnis berichten, durch das sie sich connected fühlten. Ich glaube, genau das ist dir eben auch passiert. Du bist auf einem anderen Weg als dem Online-Gaming dahinter gekommen, dass das, was uns umgibt, nicht ist, was es zu sein scheint. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich eben diesen Drang hatte, spazieren zu gehen. Ich bin nämlich offensichtlich hier, um dir ein Upgrade zu geben, durch das du verstehst, was du da gerade freigeschaltet hast. So wie das Reh und der Bauchring hatten eine Verabredung. Und so kann ich dir gerade erklären, warum du erstmal dich selbst gesehen hast. Andere Mitspieler kannst du immer nur anhand von Interpretationen wahrnehmen. Und du darfst nicht vergessen, dass es keine Gegenspieler gibt. Alles ist eins in dieser Welt. Und Programme, wie seinerzeit auf der Erde, ermöglichen erst die Illusion der Trennung. Es gibt also keine Geheimnisse, aber nicht jedem Sinn. Sind jederzeit alle Informationen zugänglich. Vor allem nicht, während jemand mitten in einem aufwendigen Spiel steckt, die wir übrigens alle spielen, um zu lernen. Weil das eh ein und dasselbe ist. Und da du gerade erst aus einem solchen Spiel herauskommst, weil du alle nötigen Aufgaben gelöst hast, ist ab hier alles etwas anders. Da du ja gerade erst online gegangen bist, hast du nur den Standardsatz. Er lacht auf einmal laut auf, schielt mich an und meint, ich wäre gerade zu gern mal wissen, wie ich für dich aussehe. Ich weiß, dass du mich gerade nur aus dem Standardsatz herausnehmen wahrnehmen kannst. Um auf Interpretationen zurückgreifen zu können, müssen sie erst wieder freigeschaltet werden. Dazu brauchst du aber nichts zu tun, dafür laufen ja die Tutorials ab. Die erkennst du an Gesprächen wie diesem, die voll von Erklärungen und Informationsmaterial sind. Du findest sie überall im Spiel. So, und weil du nichts anderes interpretieren konntest als eine andere Frequenz, also einen anderen Mitspieler, also in dem Fall eben mich, hast du erstmal die einzig logische Interpretation wahrgenommen, nämlich dich. Was man, wenn man möchte, sogar innerlich für Interaktion mit Mitspielern global einstellen kann. Das hilft unheimlich dabei, nicht zu vergessen, dass jeder Mitspieler dazu da ist, den Spieler, also dich, zu reflektieren, zu spiegeln. Das ist ein Monitor, zeigt er mit ausgestrecktem Arm und um uns herum. Wir laufen hier zwar nebeneinander her, aber glaub mir, dass ich etwas völlig anderes um uns herum sehe als du.
Es liegt auch an der Tatsache, dass Wahrnehmung selektiv arbeitet. Bedeutet, jeder Spieler baut sich seine eigene Welt. Und es gibt welche von uns, die sind echt gut darin. Und wenn sie ihre Wahrnehmung freischalten, kann jeder durch ihre Augen sehen. Du kannst hier ganze Filtersätze downloaden und die Welt durch die Augen von so gut wie jedem sehen. Manche wollen halt einfach noch nicht mitspielen und ihren Kopf einfach nicht gebrauchen wollen. Teufelszeug nennen sie das und uns Ausgeburten der Hölle, weil sie Angst haben, wenn wir sowas hier machen. Er hebt den Arm ein wenig an und ein faustgroßer Stein schwillt vom Boden langsam wie eine Feder hoch in seine Hand. Er schaut mich vielsagend an, holt aus und wirft den Stein hoch. Der verschwindet im Himmel und kommt nicht mehr zurück. Es gibt aber immer noch so Dinosaurier, aber die sterben aus. Ihr Hass erstickt sie. Ich sehe die Bilder in Nathans Vorstellung von den am eigenen Hass erstickenden Dinosauriern. Einer von ihnen sieht aus wie Frau Merkel. Sie sieht nicht gesund aus, denkt Nathans Verstand. Der spätere Jack, was ist der Name? Aber ich sehe die Schwester, mit der ich eins bin und die auch nur noch da ist, damit andere sich in ihr spiegeln können, und empfinde Mitgefühl. Bleib tapfer, wackeres Mädchen, schicke ich ihr irgendwie zu. Nathan und ich sehen, wie sie ihr Gesicht verzieht und einen Hustenanfall bekommt. Liebe tötet sie, erkennt Nathans Verstand. Kann man sowas wie Herzbotschaften schicken? Fragt Nathans Verstand gleich nach, und durch Nathan wird diese Frage ausgesprochen. Ich sehe diese Dinge passieren, diese Prozesse, wie etwas durch irgendwen geschieht, göttlich gelenkt, und wie alles, was geschieht, wie Zahnrädchen ineinander laufen. Und so geht's flüssig weiter mit ja, sagt Mojo. Das ist wie eine E-Mail zu schicken. Du denkst an die Adresse, an den Adressaten und sendest einen Gedanken oder ein Gefühl. Oder beides. Oder Gerüche oder Geschmäcker. Sowas nennt sich seit jeher Telepathie. Eigentlich haben wir sie schon immer genutzt. Aber wir haben es nie mitbekommen, weil wir früher so abgelenkt waren. Erst durch das Online-Gaming und dadurch, dass es sich auf einmal so schnell verbreitete und immer mehr Spieler sich einklinkten, indem sie einfach bewusst anfingen, ihr Leben wie in einem Computerspiel zu leben. Da, wo sie waren und mit immer mehr Begeisterung, bekamen wir es auf einmal mit und lernten schnell, all diese tollen Dinge zu nutzen. Dazu kam, dass ich schnell herumsprach, dass Online-Gamer zwar Freaks, aber absolut harmlose und liebenswerte Freaks sind, grinst er breit. Aber durch diese Freaks wurde das Teamplay auf der Erde verbreitet. Mit so einem Grund, warum ich keine Angst vor der NWO habe. Lass sie installieren, die geht kaputt. Wir machen sie kaputt, wenn wir nicht mitspielen. Das bleibt immer noch so. Wenn du eben weißt, dass es keine Gegenspieler gibt, dann kannst du auch keinen als solchen behandeln. Also wirst du als angenehme Gesellschaft wahrgenommen. Da hatten dann selbst die Hardliner der Gegenbewegung einfach keine Gegenargumente mehr. Hat sich das einfach so verbreitet? Fragt Nathan. In seiner Vorstellung vernetzt sich etwas auf energetischer Ebene und bricht plötzlich, aber in perfektem Timing aus. Das Interesse, sagt er, war anscheinend bereits überall vorhanden. Es gab damals einen Untergrund-Radiosender im Internet, okitalk.com. Sie müssen mal draufklicken. Da sprachen auf einmal alle über die Gleichheit von virtuellen und realen Welten. Und die Leute, die die Sendungen hörten, waren wie verzaubert. Ich gehörte damals auch dazu. Ein Freund erzählte mir von Okitalk und dass ich unbedingt mal da reinhören sollte. Als es mir dann 2 Tage später gleich noch 2-mal gesagt wurde, beziehungsweise einmal davon via WhatsApp, gleich mit Link, drückte ich drauf, und eine Stunde später war die Welt nicht mehr die gleiche. War meine Welt nicht mehr die gleiche. Ich chillte damals mit meinen Jungs im Park und nach 10 Minuten hörten alle wie gefesselt zu. Da waren Leute, die von einer neuen Konsolengeneration sprachen, die sie offensichtlich schon nutzten. Gut genug, um darüber mehrmals in der Woche Sendungen zu bringen. Übrigens auch noch andere und dann unter den neuen Sichtweisen extrem interessant und hilfreich. Sie sprachen von freien Energien, überhaupt von Energien, von dem, was um uns herum passiert und warum und wieso und überhaupt. Da sprachen auf einmal alle miteinander. Irgendwie gab es da nur Ergänzungen, aber keine Widersprüche mehr.
Jeder konnte und wollte sagen, was er denkt. Und eine Weile leiteten viele ihre Kommentare mit, was mir dazu noch durch den Kopf gegangen ist oder durch den Kopf geht, ist ein. Das half sehr dabei, Zugang zu allen Sichtweisen zu bekommen. Und es war irgendwie völlig egal, wer was sagte. Keiner beschwerte sich mehr über Mangel an Rederecht, weil jeder eingeladen war, wenn er mehr zu sagen hatte, als er in einer Sendung konnte, doch einfach einen eigenen Sender aufzumachen. Was man bei okitalk.com eben konnte. Und bei YouTube, Facebook, Twitch und unzähligen anderen Netzwerken. Das führte dazu, dass die Menschen begannen, ihren Geist mal einfach frei zu lassen. So, und jetzt kommen wir mal an die Stelle, wo ich alle Gedanken, die kamen, zuzulassen und sie offen auszusprechen. YouNow erlebte damals genauso seine Hochzeit. Und Twitch! Und auf einmal machte jeder, der was auf sich zählte, eine Webcam an und teilte seine Gedanken mit der Welt. Über OkiTalk wurde dann auch Terrania bekannt, was es leider inzwischen nicht mehr gibt, aber wir werden was Entsprechendes anderes finden. Ein Netzwerk freier Menschen in jedem Fall, die uns daran erinnerten, dass, egal in welchem Land wir gerade sind, wir wohl definitiv noch auf der Erde sind. Unserer Erde. Terrania. Das bedeutet das. Wir fingen an, darüber zu reden, wer denn überhaupt definiert, was für ein Landsmann jemand ist. Und dass andere Länder und dass Länder eigentlich auch nur Hirngespinste sind, die nur in den Köpfen existieren, in denen sie wahrgenommen werden. Das waren nicht unsere Grenzen. Und je mehr wir online spielten, desto mehr erkannten wir das und hoben wir uns über sie hinweg. Sogar physisch. Terrania stellte jedem, der Bürger der Erde sein wollte, einen entsprechenden Ausweis aus. Als die ersten berichteten, dass sie mit diesen Ausweisen Flugtickets bestellt bekommen haben und dann zwei, dass sie damit in Russland und China Einlass und auch wieder Auslass bekommen haben, boomte das Ding. Auf einmal hatte jeder das Gefühl, etwas machen zu können. Die Stagnation, in der wir so lange gesessen hatten, löste sich. Und zwar, weil wir selbst in Aktion traten. Weil wir selbst in Aktion traten. Weil wir selbst in Aktion traten. Man hatte uns beigebracht, ständig auf andere zu warten, statt selbst die zu sein, auf die wir warteten. Jeder machte mit, jeder verbreitete die neuen Inspirationen, wo und wie er nur konnte. Immer darauf bedacht, nicht aufdringlich zu sein. Haben wir das wieder. Keiner brauchte missioniert zu werden. Haben wir das wieder. Es reichte, mit denen zu sprechen, die es interessierte. Und wenn man das draußen tat, standen immer bald ein paar mehr Leute um einen herum, die mit großen Augen und Ohren zuhörten. Und wir fingen an, Liebe zu verbreiten. In den Fußgängerzonen und egal wo wir waren, mit denen, denen auch danach war, demonstrativ herumzuknutschen und zu kuscheln und so menschliche Denkmale für Liebe, Ruhe und Frieden zu sein. Das wurde zu einem regelrechten Phänomen. Es begann als Flashmob, der dann irgendwann auch irgendwie ausuferte und nie aufgehört hat. Es wurde eine Beschäftigung. Wir begannen uns die Zeit zu nehmen, uns minutenlang im Arm zu halten, um uns zu begrüßen. Es wurde unglaublich viel geküsst und gekuschelt damals, einfach weil es so schön war und nichts kostete. Aber es pumpte uns regelmäßig selbst mit Energie auf. Und es war nicht zu übersehen, wie sich diese Energie aufs Umfeld übertrug. Und keiner hatte Grund zur Eifersucht, da alles frei inneren Impulsen folgte und das ganz bewusst erkannte jeder schnell durch die ab dazu hauf auftretenden Synchronizitäten, dass unser Interesse uns immer zeigte, mit wem es geht. Man erkennt es an einem bestimmten Blick in den Augen des anderen. Alle Sensoren knallen durch, jeder kennt das. Wenn man irgendwem über den Weg läuft, der einem allein durch seine Erscheinung den Atem raubt. Wie hinderlich ist es dann, wenn man dem nicht nachgehen kann, weil man es aus unterschiedlichsten Gründen nicht darf. Weil die Ehefrau da dann gar nicht so begeistert davon ist oder man das ja schließlich nicht so vor allen Leuten und so. Ne?
Als uns das klar wurde, wie sehr wir uns mit dieser Sehnsucht nach Zweisamkeit im Sinn irgendwelcher Hollywood-Romanzen dabei im Weg stehen, im Hier und Jetzt genau solche Zweisamkeit jeden Tag erleben zu können, und wir eh schon darauf gekommen waren, dass unsere Erwartungshaltungen uns nicht unbedingt dienlich sind, haben wir das wieder, gaben wir uns alle ebenseitig frei. Es dauerte nicht lange, bis wir uns auch sexuell befreiten. Wir begannen uns ebenseitig und vor allem denen, die wir am meisten lieben, alles zu erlauben, was diese Menschen gerade brauchen, um glücklich zu sein. Und so fühlte sich auf einmal keiner mehr allein, weil ja immer irgendwer da war. An unseren Gefühlen zueinander hat das aber nicht das Geringste geändert. Wir haben nur begonnen, unsere Möglichkeiten zu nutzen. Und mit dem Küssen fing alles an. Küssen ist genauso ansteckend wie Gähnen. Und wenn man sich gleich erlaubt, es zu tun, wo immer es sich gerade anbietet, und das haben wir uns damals einfach erlaubt, und das haben wir uns einfach damals erlaubt, wir haben uns was erlaubt, yeah, egal ob es erlaubt war von anderen oder nicht, weil es uns auch schlecht irgendwer verbieten konnte. Und dann hat es eine entsprechende Gesamtwirkung. Aber das Geilste war wirklich, dass jeder das Gefühl hatte, dass sich gerade etwas tut, weil wir selbst es taten. Ich sage es nochmal, weil wir selbst es taten. Das sind diese wesentlich wichtigen Worte in diesem Buch. Das war unsere Geschichte und wir schrieben sie mit allem, was wir dachten, sagten oder taten. Es änderte sich was und zwar nachhaltig. Ich war auch dabei und es war eine geile Zeit. Seine Augen leuchten richtig. Ich weiß noch, wie ich in meiner Stadt nachts mit dem Hund unterwegs war und auf jede Wand und jede Laterne okitalk.com geschrieben habe. Und ich war einer von vielen, 19 damals und in der Truther-Bewegung. Hatte mal einen Blog wegen 9/11 und so, aber irgendwann hat mich diese ganze miese Stimmung unter den Gleichgesinnten einfach nur noch runtergezogen. Im September des ersten Jahres stieß ich dazu und ein paar Wochen später hatte mein Leben einen Sinn. Ich wusste auf einmal, was ich zu tun hatte. Ich habe die Message mitverbreitet. Freunden den Link zu okitalk.com geschickt und sie eingeladen, da doch mal reinzuhören. Und da genau das viele von uns damals taten, hörten immer mehr mal rein. Und die wenigsten gingen wieder. Und viele fingen an, selbst zu reden, Videos oder Radiosendungen zu machen. Und das zu sagen, was sie dachten. Das Ergebnis, das herauskam, war, dass das damalige Fernsehen uns wohl doch nicht zeigte, was wir sehen wollten, weil wir hier auf einmal hörten, was wir immer schon hören wollten. Immer mehr von uns fingen an, laut zu denken und ihre Kopfkonsole zu nutzen. Wir sprachen mit allem, mit allen um uns herum, die es interessierte, und es interessierte immer mehr von uns. Eine ganze Generation von Menschen, vor ihren Bildschirmen auf den Startschutz wartend, erhob sich und fing an zu reden. Manche schüchtern, manche schwer erregt, aber sie sprachen. Und dadurch entstand das große Murmeln. Es war fast gruselig. Es war ein Summen wie von einem Bienenschwarm und es zog sich über den ganzen Planeten. Es war überall da zu hören, wo Menschen sprachen. Menschen, die auf einmal miteinander sprachen und gemeinsam allem lauschten, was gesprochen wurde. Manchmal wurde einfach zwei- oder dreistimmig gesprochen, aber jedem wurde klar, dass die für ihn wichtigen Worte die sind, die sie hören. Egal, ob sie aus ihrem eigenen Mund kommen oder einem anderen. Die Rechthaberei verschwand. Es gab keine Diskussionen mehr und immer weniger Streit. Das große Murmeln dauerte 3 Tage und 3 Nächte und war die Spitze eines Eisbergs. Das Ergebnis dessen, was die Leute Jahre vorher schon begonnen hatten. Offen und via Webcam vor der ganzen Welt zu sagen, was sie wirklich bewegt und was sie wirklich denken. Ihr kennt die alle, haben die folgt denen. Und dann sprach auf einmal jeder. Ich weiß, die Zeit, die Viertelstunde ist vorbei, scheiße drauf. Für mich ist noch keine gefühlte Viertelstunde vorbei. Ihr müsst da jetzt durch hier. Wir sind noch nicht mit großem Murmeln durch. Und dann sprach auf einmal jeder wie in Trance. Unsere Ohren gingen auf. Wir fingen an zu hören. 3 Tage und 3 Nächte. Und das große Murmeln brachte allen Lärm auf der Erde zum Verstummen.
Die Maschinen verstummten, die lauten und die stressigen verstummten, der Verkehr verstummte, die Waffen verstummten, die Fernseher verstummten und die Radios und die Politiker verstummten und bei sehr vielen eben auch der Geist. Und danach war alles anders. Ich liebe diese Idee. Ja, gestern bin ich spazieren gegangen mit dem Hund und dann bin ich zurückgekommen und habe mir gesagt, so draußen ist krass, muss man rausgehen, du hörst nichts. Keine Flugzeuge in der Luft, keine Autos in der Nähe und auch keine Autobahnen in der Entfernung zu hören, nichts. Absolute Stille. Hör ich den Hund pissen. Hör mein Herz schlagen. Hör mich selber atmen. Die große Stille ist auch so jetzt gekommen. Aber das Murmeln, das können wir immer noch auch anfangen. Und wer da halt auch was dran findet an diesen Worten, gehört vielleicht zu denen, die ab morgen auch irgendwie anfangen, Videos zu machen. Und das zu sagen, was sie denken. Und nicht, um damit tausende YouTuber oder Follower zu bekommen, sondern mit eventuell mit seinen Gedanken derjenige zu sein, der sogar ein Video viral durchkriegt. Schön, wenn wir es hinbekommen. Aber nicht wichtig. Wichtig ist nicht, wie viele Leute hier gerade zugucken. Wichtig ist für mich, dass ich mich hier hinsetze und das mache, was ich für richtig halte. Und das ist, meinen Teil zu tun, um an diesem großen Murmeln teilzunehmen. Und wenn ich es am Ende mal wieder alleine gemacht habe, dann habe ich das große Murmeln erlebt. Auch wenn das dann vielleicht nicht so ausgefallen ist, wie in dem Buch beschrieben, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich dabei war. Wenn ich meinen Enkelkindern irgendwann mal was erzählen sollte, wie war es denn da so damals so, bla, ne, Zeit des Wandels, ihr habt das ja alles miterlebt. Da weiß ich definitiv, dass ich geile Geschichten aus der eigenen Perspektive erzählen kann. Und nicht irgendwelche Geschichten, die andere erlebt haben. Oder nicht irgendwelche Geschichten von was ich fast mal gemacht hätte. Und das macht mein Leben im Hier und Jetzt so lebenswert. Dass ich irgendwann mal Geschichten erzählen kann, die ich wirklich erlebt habe. Die auch interessant genug sind, anderen zu erzählen. Wer will wissen, wie lange ich da jeden Tag vorm Fließband gestanden habe? Interessiert keine Sau. Kann sich jeder letztendlich selber aussuchen. Das ist der Punkt. Und genau das ist der Punkt, wo ich auch sage, ja, lass die ihre neue Weltordnung installieren. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir die nicht wieder in Grund und Boden hauen können. Ich korrigiere mich. In Grund und Boden ignorieren. Das Einzige, was sich ändern sollte, damit es uns nicht passieren kann, ist, dass wir aufhören, so obrigkeitshörig zu sein. Und uns von allem Angst machen zu lassen. Aber da sind wir ja gerade in einer guten Situation. Wir können ja gerade sehr gut üben, uns nicht von irgendwas Angst machen zu lassen, richtig? Und das bei dieser ganzen Panikmache, die gerade stattfindet. Es gibt keinen Grund, gerade Angst zu haben. Oder seid ihr gerade lebensbedroht? In diesem Moment, jetzt wo ihr gerade seid. Ich nicht. Weder vorm Verhungern, noch drückt mir jemand eine Waffe an den Kopf, noch sonst irgendwas. Und solange das nicht ist, bin ich frei zu tun, was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten tun kann. Und das war noch nie anders. Jeder einzelne Tag meines Lebens war geprägt durch die Rahmenbedingungen, die ihn gesetzt haben. Jeder Tag kommt, nutze den Tag. Das kommt daher, das ist, weil jeder Tag irgendwie ist, ne? Warum ich nicht so gerne plane, ist, weil mir das die Möglichkeit nimmt, mich auf das zu konzentrieren, was der große Plan vorgesehen hat. Und wenn ich nicht geplant habe, dann bin ich frei. Dann kann es nicht zu Enttäuschungen kommen, dann kann mich nichts treffen. Dann kann ich nehmen, was kommt und für mich was draus machen, weil ich einfach gelernt habe, aus dem, was kommt, was für mich zu machen.
es zu nutzen. Und nochmal, wenn ich einen Nutzen aus etwas ziehen kann, dann kann es nicht mehr gegen mich verwendet werden. Auch keine NWO. Die können die 10-mal installieren. Wenn wir aufhören, den Gehorsam zu verweigern, verpufft das ganze Ding. Das funktioniert ausschließlich über den Gehorsam. Und wenn wir den verweigern, funktioniert es nicht mehr. Die ganzen tollen Pläne, die die dann da gemacht haben, funktionieren nicht mehr. Und deswegen brauche ich da keine Angst vor zu haben, weil ich das weiß. Klar soweit? Was denkt ihr so? Erzählt mal. Ne, Melli schreibt, das klingt doch nach jetzt. Ist das große Murmeln noch nicht? Ja, Melli. Entschuldigung, dass, ja, wir machen das schon für uns. Sieht das so aus, als wären wir da drin. Ne? Aber die ganzen anderen sind noch nicht da, die dazu um das Große. Also das Murmeln hat schon längst begonnen. Das große Murmeln. Das bräuchte vielleicht noch ein paar Leute mehr, die mitmurmeln. Aber eventuell doch schon. Die Leute fangen doch eventuell sogar jenseits der Webcams und von Auge zu Auge mit den Nachbarn vielleicht an zu reden und so. Auf jeden Fall scheint diese Einkehr, diese Besinnlichkeit vielleicht dann doch irgendwie gar nicht so wenig effektiv zu sein, wenn es uns dahin führt, dass wir halt eben wieder mehr miteinander reden, statt gegeneinander. Flo schreibt, Videos auf YouTube ist halt für einige eine größere Überwindung als für andere. Und ja, auch nicht das einzige Mittel, solange man im Real Life sein eigener Kanal ist, tut ja auch jeder. Ja, genau, das ist das, was ich gerade meinte, ne? Durchaus möglich. Und ja, ne, für den einen ist es was leichter, für den anderen ist es weniger, aber es gibt halt auch viele Leute, für die wäre es ein leichtes und sie haben einfach nur irgendwelche Bedenken und haben Angst davor, dann da halt eben auch negative Kommentare zu bekommen. Leute, dann spielt da Fischi, Fischi, Fischi und pickt euch das raus, was ihr da, ne, jeder hat mal einen Schuh an der Angel. Na und, da schmeißt ihr den halt weg und angelst weiter, bis du den Fisch da dran hast, den du gerne hättest. Also, ne, bevor jetzt wieder Diskussionen aufkommen, nein, ich angel nicht mehr. Schon seit 1992 nicht. Weil ich seit 1992 die letzte Forelle aus dem Bach gezogen habe und mir gedacht habe, Alter, kannst mir erzählen, was du willst, aber da ich hier gerade den Haken da rein durchgezogen und wieder zurück, das tut weh. Und dann war die vielleicht ganz happy, dass ich sie wieder ins Wasser reingesprungen, geworfen habe. Aber die war bestimmt nicht happy darüber, dass ich sie vorher überhaupt aus dem Wasser rausgezogen habe. Auch das ist aufdringlich. Man zieht keine Leute einfach aus ihrem Metier. Wenn die da gerade friedlich drin rumdümpeln und ihr Leben chillen. Und auch Fische sind Leute für mich. Das sind meine Geschwister. Weil ich eben kein Sexist und kein Speziesist und kein Rassist bin, ist mir das alles relativ, das sind meine Geschwister. Lebewesen halt. So die Familie der Lebewesen, gehörst du. Melli schreibt, ich finde auf YouTube gibt es echt viel. Ja, definitiv auch. Ne? Nur halt noch, ja, hey, ich höre auf zu motzen. So, gehen wir mal, so, tun wir mal so, als hätte der große Murmel längst angefangen. Der letzte, der checkt, ist Bauchi. Flo schreibt, das Gespräch hatten wir schon, aber danke nochmal, Bruder. Ja, ne, jederzeit. Also ne, soll auch bitte weiterhin jeder so machen, wie er möchte. Und jemand, der sich absolut unwohl damit fühlt, vor eine Kamera zu gehen, der soll es bitte auch sein lassen. Ich sage halt nur, es geht hier nicht darum, einen YouTube-Kanal aufzumachen, sondern die Möglichkeiten, die YouTube und die anderen Netzwerke bieten, einfach für eine kurze Weile zu nutzen. Muss man ja gar nicht dann auf ewig. Und das ist auch nicht, um dann irgendwann mit YouTube Geld zu machen oder sonst irgendwas. Also wirklich einfach, um sich zu befreien, um einer Befreiungsaktion für die eigenen Worte teilzunehmen. Und der Einzige, der an dieser Aktion dann teilnimmt für die eigene, das ist man nun mal eben selber. Das ist nur ein Tool. Muss man nicht nutzen, kann man, wenn man möchte.
Ja, Melli schreibt, wenn man so nachdenkt, für meine Oma war Internet noch ein Fremdwort. Wir haben es auch irgendwann das erste Mal gehört. Ne, ich bin Baujahr 74 und ersten Kontakt mit dem Internet hatte ich 1992, selbe Jahr, beides in Amerika übrigens, also sowohl die Forelle als auch Trout hieß es damals, finde ich. Ne. Als auch den ersten Kontakt mit dem Internet, den ich auf Alfred State College hatte, wo ich mich beworben hatte und dann mal für ein Wochenende mit dem Frank da auch mit auf den Campus gefahren bin, um es anzugucken. Und die halt gerade von IBM ausgerüstet wurden mit Computern und mir dann gezeigt, was eine E-Mail ist. Und dann so richtig mit dem Internet in Berührung gekommen bin ich dann tatsächlich erst 98 durch die Sandra. 22 Jahre her jetzt. Ja. Klar, die Omas dann da, die waren da. Für mich war es lange Jahre meines Lebens ein Fremdwort. Und irgendwann tatsächlich mal Neuland, allerdings nicht irgendwie 2015 oder so. Was dann für andere Leute Neuland war, die älter als 3 waren. Ja, Melli schreibt es auch nochmal. Das ist auch genau das, was ich gerne aus dieser Sendung gerne für mich raushole. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Es läuft weiter und es ist gerade kein Grund dazu da. Und das ist das, worauf ich am Anfang der Sendung hin wollte. Wirklich auch mit Verstand und Herz sagen zu können, es gibt gerade keinen Grund, Angst zu haben oder irgendwas zu befürchten, was wieder zu Stagnation führen würde. Im Moment lohnt es sich, darauf zu vertrauen, auf uns zu vertrauen und einfach unser Ding hier mal gerade weiterzumachen, solange es noch geht, um das Nötige eventuell dann vielleicht getan zu haben, wenn wir nicht mehr das tun können, weil aus welchen Gründen auch immer. Und dann aber quasi vorgesorgt haben, wir haben gestern noch was. Mir kommt der Elon Musk noch. Ne, bei manchen Sachen von denen, die ich gestern vorgelesen habe, ist es tatsächlich so, dass wenn man neue Sachen einrichten will, nicht umhinkommt, die alten erstmal abzuschalten. Wenn man ein neues Geldsystem installieren will und wir wissen überhaupt alle noch gar nicht, was da jetzt dann nach dem Tag der Entlassung kommt. Aber dass wir das alte Geldsystem alle loswerden wollten, ist wohl überklar. Aber wenn wir ein anderes System einführen, dann müssen wir das alte erstmal loswerden. Dann ist es logisch, dass irgendwann die ganzen Geldinstitute alle erstmal dicht gemacht werden. Und der Betrieb und der Handel mit diesem Geld, hier dieses zukünftige Klopapier, dann halt einfach ausgesetzt wird. Und im Notfall dann halt eben auf diese Weise im großen Stil. Weil, ne, ruf mal Leute dazu auf, hört auf, Geld auszugeben. Das tue ich seit Jahren. Das funktioniert so nicht, weil die Leute das nicht mitmachen. Da brauchen sie eventuell tatsächlich mal kurz die Pistole auf der Brust. Bleib drin, halt die Fresse, guck, dass du irgendwie überlebst. Aber wir machen jetzt hier mal gerade, wir räumen mal kurz auf. Und eine neue Weltordnung wird es definitiv geben. Die Frage ist, in welcher Form. So, und dann haben wir dann halt eben auch das mit dem Internet. Dann hieß es, dass das Internet irgendwann zwischendurch aussieht. Ey, wir wollen alle sind die ganze, hier 5G und bla bla. Jetzt reden wir hier schon im Chat davon, Masten zu sprengen. Lasst es bitte sein. Wir können damit hinterher eventuell noch was Produktives anfangen, wenn die nicht mehr strahlen und sonst was. Aber ich habe eine Biografie über den Elon Musk gelesen, aus der ich entnommen habe und auch ich habe da noch ein bisschen recherchiert. SpaceX ist seit geraumer Zeit dabei, ein neues Internet zu installieren und zwar via Satelliten. Der bastelt da gerade irgendwie 5 oder 50.000 Satelliten als Netz um die Erde, das dann frei verfügbar sein soll. Dass er den Menschen schenken will. Um ein solches Ding aber überhaupt installieren und dann, ne, mal ganz im Ernst, der kann auch nicht zum Mars fliegen. Weil das nun einfach nicht funktioniert. Können wir mal eine andere Sendung drüber machen, aber das funktioniert einfach nicht. Und immer bei jedem Raketenstart machen die da immer diese Knick-Geschichte.
ja völlig unlogisch ist. Wenn ich irgendwo da raus will, dann warte ich, bis die Erde sich so weit gedreht hat, dass ich keinen Knick, sondern im rechten Winkel hochfliegen kann. Alles andere ist ein immenser Energieverlust. Und bei etwas wie Raketenbetrieb, wo es darum geht, Energie möglichst zu minimieren, also den Energieverbrauch möglichst zu minimieren, ist eine solche Kurve definitiv das Blödsinnigste, was man machen kann. Aber nicht nur die NASA, sondern auch die SpaceX-Raumschiffe fliegen das. Also, und da man aber im Moment so ziemlich jeden Tag irgendwelche Starts auf den Webcams von SpaceX verfolgen kann, müssen die wohl gerade irgendwo mit beschäftigt sein und fliegen da gerade irgendwo hin. Ich mir jetzt so mein Puzzle da zusammen, könnte ich mir vorstellen, dass die da tatsächlich gerade seit geraumer Zeit dabei sind, dieses Satellitennetz zu installieren. Das eventuell vielleicht sogar schon funktioniert, das schon getestet ist und auf Standby steht, bis sie das Signal bekommen, alles klar, das Alte ist abgeschaltet, alle Endgeräte sind offline. Jetzt können wir es einschalten. Und dann schaltet Elon Musk das neue Internet ein. Und auf allen Geräten, die dann noch Strom haben, weil der Akku wird ein wenig länger halten, wenn das Internet nicht mehr funktioniert. Wisst ihr, ihr habt doch mal mitbekommen, wie schnell es leer ist, wenn ihr im WLAN seid und wie lange euer Akku hält, wenn ihr gerade keinen Internetzugang habt. Kannst ein paar Tage mit überbrücken. Auch mit den neuen Handys. Okay, kannst es auch dann spielen und dann ziehst es dir leer, aber vielleicht lassen wir das einfach, sondern gucken mal, ob das nicht irgendwann wieder piep, piep, piep macht und alle Endgeräte auf einmal eine Meldung, eine Nachricht bekommen, drück auf den Button, bist du wieder online. Zack. Und wir sind wieder drin. Und alles funktioniert wieder. WhatsApp, YouTube, alles ist noch da. Aber ohne Werbung. Cool, geil, haben sie auch aufgeräumt. Aber in einem anderen Netz, dass man nicht mehr bezahlen muss und dass man von jedem Punkt der Erde anpeilen kann. Von jemandem, der keine Ahnung hat. Nur eine Idee. Aber das ist der Grund, warum, das habe ich gestern auch gesagt, das ist der Grund, warum ich so gerne ein Spinner bin, so gerne ein Fantast bin, weil mir das die Möglichkeit gibt, nicht die ganze Zeit nur schwarz zu sehen. Und wenn man sehen kann, was man will, dann auch doof genug zu sein, was Schönes zu sehen und dann eventuell irgendwann noch raus, ist ganz gut, dass ich das kann. Weil mir das in den letzten Jahren erfahrungsgemäß sehr dabei geholfen hat, meine Energie hochzuhalten und an gewissen Punkten, wo es aussichtslos aussah, eine Idee zu haben, die ich aus meinen tollen Fantasien da hatte, die mir da gerade eine Brücke geschlagen hat, um von A nach B zu kommen und den nächsten Schritt machen zu können. Und das ist das, worauf es bei mir ankommt. Für mich. Den nächsten Schritt. Der nächste Schritt einfach nur. Der nächste Schritt. Wann immer ich irgendwelche solche Situationen hatte, wo ich weiß, so hier ist jetzt irgendwann Zeitrechnung zu Ende. Ob das jetzt der 4. Dezember letztes Jahr, vorletztes Jahr war, wo ich dann noch 3 Wochen im Vorfeld dann schon wusste, okay, da kommt dieser Tag und nach diesem Tag, ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert, ich weiß nicht, was danach ist, ich kann nicht mehr planen. Da hört für mich die Zeitrechnung auf. Da auch dann nicht die ganze Zeit darauf hinzufiebern, sondern ich wieder, so wie ich das früher beim Wandern kennengelernt habe, wenn wir an einem bestimmten Ort gewandert wären und ich keine Lust hatte zu fragen, boah, wie weit ist es noch, wenn es anstrengend wurde, mich auf meine Füße zu konzentrieren und den Boden vor mir und dass ich den nächsten Schritt sauber gehe, nirgendwo stolpere oder sonst irgendwas und einfach mich auf den nächsten Schritt kommen. Und dann auf einmal da zu sein. Auf einmal und dann warst du noch ganz lang da, da warst du schon wieder weg. Da war das schon wieder Geschichte. Da hatte ich das schon wieder hinter mich gebracht, ohne großes Leiden, ohne großes Spektakel, ohne großes irgendwas, sondern mich auf meine Schritte zu konzentrieren. Wie schaffe ich es nicht zu stolpern? Wie schaffe ich es, meine Energie nicht einknicken zu lassen? Wie schaffe ich es, oben zu bleiben? Wie schaffe ich es, mein Selbstvertrauen zu halten? Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, kommst du immer näher, kommst du immer, merkst du gar nicht, merkst gar nicht, dass du näher kommst. Und auf einmal bist du da und dann ist es schon wieder hinter dir. Und genau das wird hier auch passieren.
Ich habe keine Angst vor dem, was kommt, weil ich es verlernt habe, Angst zu haben vor dem, was kommt, wenn ich vor allen Dingen noch nicht mal weiß, was denn eigentlich kommt. Also Angst zu haben ist für mich schon sehr hinderlich, aber Angst vor etwas zu haben, von dem ich überhaupt gar nicht weiß, ob es überhaupt kommt, weil ich es nicht weiß, das ist extrem hinderlich. Weil mich das nämlich davon abhält, meine Schritte zu machen. Weil ich dann immer da irgendwie da gucke und da und nicht auf dem Boden, nicht vor mich, ne, und auf der Finca von Boris Becker und überhaupt sehr auf Mallorca, auf mallorquinischen Wegen, da kann man das sehr, sehr lernen. Weil wenn du da nicht auf deine Schritte achtest und guckst, wo du hinkommst, dann liegst du früher oder später auf der Fresse. Das sind teilweise so unebene und steinige Böden da, dass wenn du nicht aufpasst, es ganz schnell wehtut. Und da lernst du, was es heißt, Schritt für Schritt zu gehen. Im Kleinen. Deinen Weg Schritt für Schritt zu gehen. Und das mache ich mit allem anderen einfach auch so, dass ich als meinen Weg definiere. Gucken, wo es drauf ankommt. Und das ist nicht irgendwas, irgendwie vermeintliche Ziele oder sonst irgendwas, sondern der nächste Schritt. Und so wird dann halt auch der Weg zum Ziel, weil du auf einmal damit beschäftigt bist, nicht auf die Schnauze zu fallen und erreichst auf dem Weg Ziele um Ziele um Ziele und lässt die Geschichte werden und gehst vorbei, weil ein Ziel ja nicht was ist, wo dann am Ende wäre. Wer hat jemals ein Ziel erreicht und dann war alles vorbei? Dann waren wir da glücklich auf immer. Ja. Auch schon nie jemand erlebt. Ja, das ist das Ziel. Ich aber nächste Woche, wenn ich jetzt dieses Auto kriege, dann bin ich glücklich. Dann werde ich immer glücklich sein. Wenn ich diese Prüfung schaffe, dann werde ich immer glücklich sein. Wenn ich diese Goldmedaille gewinne, wenn ich die Anerkennung von dem und dem, dann werde ich immer glücklich. Das sind Illusionen. Du kommst in eine Scheiße und dann findest du raus, dass er auch nicht das Gelbe vom Ei ist, was du vorher gedacht hast. Und dann hast du schon wieder ein nächstes Ziel im Auge. Und zack, bist du schon wieder aus der Ruhe raus und hechtest schon wieder irgendwas anderes hinterher. Und bist wieder im Stress. So. Hier noch geredet für heute. Ich habe Schnauze voll. Nee, Lea, es kommt jetzt nicht mehr. So, aber ich glaube, ich habe so ziemlich alles auf den Tisch gepackt, was ich auf den Tisch packen wollte. Und Edit die Paula, folgt der Paula, wenn ihr möchtet. Sehr, sehr dienliche Gedanken. Der Melli sowieso, auf jeden Fall. Ich werde dann jetzt gleich hier mal das auf YouTube rüberschieben und dann stehen da auch die Links drin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich morgen 20 Uhr. Man weiß es nicht genau, weil wir wissen ja nicht, was morgen kommt. Aber wenn morgen noch so weit alles läuft wie bisher, sehen wir uns morgen 20 Uhr wieder. Denn diese Folge ist vorbei. Fickt euch! Nein. Tschüss mit F. Ich wollte das einmal bringen. Tschüss mit F. Macht's gut. Lasst euch nicht unterkriegen. Seid lieb zueinander und euch selber. Und dann wird das schon.